Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Ja, in der letzten Folge haben wir zumindest damit abgeschlossen, hier vier weitere Gebäude zu bauen. Das Gänsehaus haben wir noch fertiggestellt und den Kuhstall auch überwiegend. Die Häuser waren, glaube ich, auf die Fundamente fertig. Ja, ich habe jetzt alles hier für einen letzten Hammerschlag vorbereitet. Außer mir fehlt für den Kuhstall noch etwas Bodenbewurf. Das ist möglich. Ja, wir haben einen kleinen Stockzaun hier vor die Kuhweide platziert. So, jetzt ist die Frage. Na Gott sei Dank, die anderen brauchten alle 8. Dann passt das ja auch. Den also auch nicht nur fertig, sondern auch schon verputzt. Das mögen unsere Bewohner ja sehr gerne. So, dann haben wir Tiernachwuchs. Bei den Hühnern verkaufen wir mal den älteren Hahn. Und zwei ältere Hennen. So, bei den Schweinen verkaufen wir jetzt mal die beiden ältesten Säue. So, das soll es mit Verkauf dann auch gewesen sein. Nachwuchs hatten wir bei den Ziegen. Ein kleines männliches Zicklein. Ja, dann heißt es jetzt an sich, haben ein neues Level Diplomatie erreicht. Durch auch immer, durch Tierverkauf offensichtlich. Noch mal rein. Einen Punkt können wir vergeben. Das war 20% mehr Reputation, ist egal. 10% mehr Zuneigungspunkte brauche ich nicht mehr. Interessiert mich nicht. Nochmal 10% niedrigere Steuern. Das ist Kastellan. 10% geringerer Essens-, Wasser- und Holzbedarf deiner Dorfbewohner. Alter, meine Lager platzen aus allen Nähten. Wir gehen hier auf die Steuern. Ja, Technologieüberblick. Trotz der vier Gebäude fehlen uns immer noch 1100 Punkte hier zur Bauhütte. Aber da sind wir jetzt, wo waren wir? Keine 200 Punkte mehr. Bis endlich zur Fischerhütte 2. Hier sind es noch knappe 400 Punkte bis zum Bienenstock. Ja, und die haben wir jetzt den weitesten Weg zu gehen. 10.000 bis zur Schenke. So, was wir jetzt gebrauchen können, sind Dorfbewohner. Wir springen nochmal einmal zurück in die Verwaltung. Zwar haben wir drei Häuser. Drei. Müssen bedenken, dass da kurz den Faden verloren. Ja, wir müssen bedenken, dass wir eine Tierzüchterin gerade in Mutterschaft haben. Das heißt, wir brauchen eine definitiv entweder fürs Gänsehaus oder für den Kuhstall. Tja. So, wir gehen hier nochmal gucken, ob hier noch was zum Verkaufen ist. 35 Eisenerz sind hier schon wieder drin. Der Hammer. So, ja, den wollte ich glaube ich verkaufen. Ja, das hatten wir vor nicht allzu langer Zeit. Über 100 Steinmesser. Vorletzte Folge, vorvorletzte Folge. Ihr seht es hier. Da ist schon fast die Hälfte wieder von verbraucht. So, den Tonbewurf kann ich hier mal wieder rausschmeißen.
So, können wir ein bisschen mehr schleppern. Ja, Leinsamen bringen unwahrscheinlich Geld und du häufst sie hier an wie nix. Ja, den nehmen wir uns schon mal mit. Ja, den Rest lassen wir erstmal so. Moin. Dann schnappen wir uns jetzt unseren Esel. Hast du hier eigentlich noch was drin? Nein, okay. Den Fehler hatten wir schon häufiger, ne? Jetzt hat er einen Weg gefunden. Und dann gucken wir mal, dass wir ja, doch zwei Landwirtschaft, ich glaube. Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Im Pferdestall hatte ich noch nichts eingestellt, oder? Tierhaltung, Stall. Da sind drei Plätze da noch frei. Gänsehaus, Kuhstall und Stall. Eine Dame haben wir, die aber ja, wie gesagt, nur in Mutterschaft ist. Mal gucken. Ich denke mal, Kühe werden wir uns jetzt so schnell noch nicht kaufen. Gänse könnte ich mir gut vorstellen. So, Servus. Hier sitzt eine einzige Person. Hammer. Was hast du denn so? Eine Eins. Bist ja die totale Eins. Die Händler schlafen noch alle, oder? Euer Pech. Angewatschelt. Also ich möchte auf jeden Fall eine Person finden, weil wir haben jetzt ordentlich Asche, so dass ich halt jetzt definitiv, wo liegen wir? Ja, guck mal, fast 34.000. Wir werden uns jetzt nach Gostovia. Aha. Aha. Kannten wir die schon. Nach Hornica machen. Hornica. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Werden uns zwei Fohlen kaufen. So, was haben wir hier? Drei. Sie haben mit drei in Landwirtschaft, das ist schon mal fast gewonnen. Wie alt bist du denn, mein Kind? 20. Hi. Dobrovoja. Verwaltung. Dobrovoja. Leeres Haus zuweisen. Tja, welches? Ist auch jetzt mal egal. Stopp. Ich habe keine Ahnung, ist das. Ist auch auf. Das, was ich da hinten längs noch gesetzt habe, ja, stimmt. Wir sind ja alle auf der anderen Seite jetzt. Egal, du kommst jetzt hier rein. Dann kommst du in den Stall. So, 20. Irgendeiner von euch pfeifen noch was auf dem Kasten? Fischer. Dreier Fischer. Den könnten wir ja bald gebrauchen. Er ist 21.
Mal kurz geguckt. Wandern. Wanderer wie ich sind besonders gut darin, ergiebige Angelplätze und Pilzgründe zu finden. Selbst auf lange Reisen kann ich mich ohne, ja, weißt du was? Dich nehmen wir mit und dann kommst du mit in die Kräuterhütte. Zwietun. So, du kommst einmal zu ihr. Dann gehst du mit in die Kräuterhütte. Zu Reinhold. Hervorragend. So, jetzt will ich aber erstmal. Wohnt hier schon jemand? Ja. Adam eingetroffen. Ali, hallo, hallo. Hello there. My wares never disappoint. Ich weiß. So, einmal die Bronze-Axt kann weg. Den Flakon hier verkaufen. Das war es dann auch schon. See you soon. Ja, das denke ich. So, bevor wir uns jetzt den Blödsinn mit den Wölfen geben, würde ich sagen, auch wenn wir jetzt gleich fast 10.000 auf den Kopf hauen, wir gönnen uns hier trotzdem den Fuhrmann. Ja, sei doch froh, dass du den weiten Weg nicht gehen musst. Hi. Hello there. Naja, 300 geht ja noch. So. Hier noch mal gucken. Das ist auch nur einer. Okay, Dreier Diplomatie, Dreier Jagen. Brauche ich jetzt nicht zwingend. So, wo sind denn die hübschen Fohlen? Bisschen Falbe. So, ein Stutfohlen. Ein Hengstfohlen. Na, was bei euch beiden Farbwunder dabei wohl später mal rauskommt. Sehr schick. So, wenn wir gerade hier sind, was fressen wir hier denn jetzt noch im Haus? Muss die Aufgabe hin. Da hinten. Da oben. Aufgabe? Nö. Aufgabe. Leonarda. Was kann ich für dich tun, mein Kind? A newcomer. Hello Deutlich älter there. als ich, ne? Kann ich dir bei etwas helfen? Du siehst wie ein bewährter Kämpfer aus, kannst du uns bitte helfen? Es geht hier vor, wo liegt das Problem? Nachts können wir schrecklich heulen. Da, blö, blub. Nee, danke, brauche ich gerade nicht. So, dann haben wir jetzt schon mal Pferde. Wenn auch erst Fohlen, aber. Ja, und immer noch bei über 25.000, also vor den Steuern brauchen wir jetzt mal keine Hallo. Angst haben. Einmal zurück nach Kostovia, bitte. Sehr aufmerksam von dir. Vor allem sehr zügig. Ne, war der leer. Das ist immer der mit dem Weizen, ne? Oder ist das auch random? Was war das? Zweige, Ernst. Mit Zweige brauche ich keinen Wagen.
Und dann sollte es doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht in dieser Aufnahmesession endlich die Fischereihütte 3R2 bekommen. Na, guck mal einer an. Sie hat sich sogar schon mit Fressen versorgt. Meine Sache. Ja, Esel. Wenn die beiden nicht weglaufen. Ich wollte gerade ein Foto machen. Steht nichts auf Fotos. Na, wolltest du hier mal kurz herlächeln? Nee, wa? Jetzt holst du es wieder her. Naja, irgendwann werde ich sie auch mal beide aufs Foto kriegen. So, dann ist jetzt die Überlegung. Oder was heißt die Überlegung? Ich habe immer noch keinen Bogen wieder. Und Leingarn haben wir aktuell einiges. 4x Leingarn, 3x Leder. Und eine Holzstange. So. Damit Papa erstmal wieder einen Bogen hat. Weil da geht ja so nicht. Was möchtest du schon wieder? Ja, kennen wir. Leck mich doch. Entschuldigung. Dann baue ich halt 2. Ups. So, mein Freund. Einmal hast du hier deinen Bogen. 25 Münzen und 5 Fleisch, alles klar. Und dann kommst du wieder auf die 2. So, jetzt fühle ich mich irgendwie ein bisschen besser. Na komm. Ja, hier platzt es auch wieder aus allen Nähten. Ihr seht es unten rechts. Jetzt noch 1,5 Kilo Platz. Ich habe keine Ahnung, was hier so viel wiegt. Ja. 288 Eimer mit Wasser. 576 Kilo. Alles klar. Das ist ein Viertel des Lagers. Alter Verwalter. Der Fisch und Fleisch will das auch nicht ausgehen. Wie sieht denn mit unserem Hunger aus? Wir haben uns kurz das rübergeschnollert hier. Naja gut, ich kann jetzt bestimmt vorher mal zusehen, dass wir hier mal ein bisschen Gewicht rauskriegen. Weil noch haben wir das Dreierlager nicht. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge klappern wir diese altbekannte Runde da hinten nochmal einmal ab. In Bezug auf weitere Dorfbewohner, wie gesagt, 2 Häuser haben wir noch frei. Ja, dann würde ich sagen, für diese Folge kommen wir zum Ende.
bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin.